So, Türe zu. Also heute geht's um Beutensysteme. Ich habe hier was aufgebaut. Wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben. Fragen wie immer einfach in die Kommentare. Also bis gleich. Heute soll es mal ein bisschen um das richtige Beutensystem gehen, beziehungsweise wie finde ich das richtige Beutensystem, beziehungsweise wie sieht mein Beutensystem aus. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit auf die Reise, wie so mein Werdegang war, wie ich angefangen habe und wie jetzt das Endergebnis aussieht. Also warum, wieso ich welche Beute, welches Beutensystem, welches Rähmchenmaß, was auch immer benutzt habe. Also, beginnen wir mit meiner allerersten Beute, sitze ich drauf, ist Langstroh, also nicht ne, hier was Grünes. Ich habe die später auf der Tand vergrößert, aber da kommen wir später drauf. Man sieht es, das ist die allererste. Ich hatte damals zwei Stück, da habe ich mir noch schön die Mühe gegeben, habe die schön gestrichen, habe hier auch schön eine 1 drauf gemalt. Warum habe ich damals Langstroh genommen? Also ich bin ja da praktisch so reingeschlittert in die Imkerei. Das war jetzt ja nicht so die bewusste Entscheidung, war das schon irgendwie. Sonst hätte ich mich ja da nicht dafür interessiert. Aber es war jetzt alles andere als geplant, dass dann das jetzt hier draus wird, was draus geworden ist. Also irgendwann dann schon, aber ganz am Anfang war das eigentlich eher so, ja, probieren wir es halt mal. Langstroh habe ich damals, ich war da damals mit meinem, weiß nicht, Imkerpate, wäre zu viel gesagt, aber so der Mensch, der mir da zwei, drei Sachen, mit dem ich zum ersten Mal einen Bienenkasten aufgemacht habe, der hat mir erzählt von Sander, von Deutsch Normal, von 1000 verschiedenen Rähmchenmaßen. Dadant. Und dann habe ich halt gedacht, hey, warum willst du 1000 verschiedene Sachen und so, ne? Ich habe es nicht verstanden, die Vor- und Nachteile waren mir nicht klar. Da habe ich gesagt, was ist weltweit am gebräuchlichsten, ist Langstroh. Sage ich, cool, Langstroh nehme ich. Die Waben sind größer wie bei Zander. Ich arbeite mit einem Brutraum, habe dann einfach mehr Wabenfläche und dann nehme ich Langstroh. Ich bin dann also mit Langstroh gestartet und hatte das dann auch viele Jahre, 2-3 Jahre. Das sieht man ja hier, ne, das ist wie gesagt dieses Modell. Wir müssen uns so. Dann Langstroh relativ selten in Deutschland. Also man will ja Bienen kaufen, man möchte ja größer werden, man möchte vorankommen. Dann habe ich Zander. Zander ist ja bei uns hier im Süden eigentlich, kann man sagen, das Standardmaß. Das ist die Liebigbeute vom Dr. Liebig geprägt. Zwei Bruträume, Zander. Hatte ich dann auch. Sind dann zwei Bruträume, sind 20 Waben, die eingelötet werden müssen, die bei einer Schwarmkontrolle gegebenenfalls auch durchgeschaut werden müssen. Vorteil von Zanderbeute, ganz klar, du bekommst Bienen zum Kaufen an jeder Ecke. Über diese Qualität der Bienen will ich keine Aussage machen, aber es ist kein Problem für eine Zanderbeute, Bienen zu bekommen bei uns hier in Süddeutschland. Wie gesagt, man hat halt 20 Rähmchen. War ich nicht so glücklich damit, war mir einfach zu viel Aufwand. Ne? Diese Kippkontrolle beim Schwarmen, also man kann dann, wenn man zwei Bruträume hat, man kann den oben ankippen, man sieht dann schon ein paar Tendenzen. Aber wenn man da eben Schwarmzellen findet, schaut man halt im Prinzip 20 Waben an oder 15 oder wie auch immer. Auf jeden Fall relativ viel. War ich nicht so glücklich. Dann war ich beim Vortrag von Hans Bär, angepasste Brutraum. Das ist ja gerade auch wieder mega in. Habe ich gedacht, damals, wo ich den gehört habe, ich glaube 2 Tage, habe ich gedacht, cool, bin ich heimgefahren, da war ich ja noch ein bisschen jünger. Wir machen jetzt angepasster Brutraum auf Zander. Das geht, hat er gesagt, das probieren wir. Das habe ich dann gemacht, das hat auch gut funktioniert. War eben mit dem Winterfutter immer etwas knapp, wenn man starke Völker hatte. Und man hatte halt immer
10 Waben oder ne, starke Völker waren relativ voll. Die Waben waren dann immer zusammengeklebt und man hat es immer ein bisschen beim Rein- und Raustun, musste man da immer ein bisschen rumnotteln. Dann habe ich gedacht, es gab damals noch keinen Zadant. Ich gedacht, hey, Dadant. Dadant ist doch voll cool. Weil Dadant hat eine große Wabe. Das heißt, ich brauche wenig Waben einzulöten, auszuschmelzen, Schwarmkontrolle machen. Und Dadant auch deshalb, weil Dadant im Prinzip das gleiche ist wie Langstroh, bloß eben die Wabe ist höher. Also habe ich gesagt, cool. Da kann ich meinen Langstrohbeuten umbauen. Ich mache Dadant. 10er Dadant natürlich aus dem Grund, dass die Langstrohbeuten passen. Aber auch 12er Dadant brauche ich nicht. So stark sind meine Bienenvölker nicht. Kriege ich weniger auf den Anhänger, kann ich weniger fahren. Dann, na, das waren jetzt bis dahin ein paar Jahre und auch viel Geld oder viel Zeit. Ich habe ja die meisten Beuten selber gebaut. Wow. Entschuldigung, bin ich dann im Prinzip grundlegend da angekommen bei Dadant, mit dem ich heute arbeite, mit dem ich auch schon lange arbeite und mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Das wäre mal zur Rähmchengröße, mit der ich arbeite. Na, wie sieht heutzutage, ich nehme euch mal mit, wie sieht jetzt heutzutage so eine Beute von mir aus? Wir haben es ja gesehen, Dadant, also ich habe hier mal für viele Interessierte, die uns ja besuchen, so ein Muster mir gebaut. Brutraum, ne, ganz klar hier mit meiner Kennzeichnung, Königinfarbe, Beutennummer oder Volknummer, Boden mit Schieber, da gehen wir nachher noch gleich nochmal ein, Honigraum, Absperrgitter, Fütterer, was ist denn heute los? Blechdeckel. Das ist ein bisschen eine Besonderheit ja bei mir. Haben die ein oder anderen ja schon mitbekommen, dass ich im Prinzip mit einem System arbeite, wo der Fütterer immer dabei ist. Also bei mir ist im Prinzip der Fütterer obendrauf, USB-Platte, Blechdeckel. So sieht meine Beute das ganze Jahr über aus. Mit Isolierung habe ich keine Probleme im Sommer. Das funktioniert. Und im Winter. Und das ist eine schön dichte Sache und das ist einfach so bei mir dabei. Entstanden ist es bei mir aus Platznot. Also ich hatte relativ früh relativ viele Bienenvölker, aber ich bin so ein Garagenimker gewesen. Also bin ich ein bisschen immer noch. Also Platz ist knapp, ich habe ja keinen. Die Zeit ist knapp. Und warum soll ich die Fütterer im Herbst abbauen und mit heimnehmen und dann im Sommer wieder aufsetzen? Deshalb sind die bei mir immer drauf. Brauche ich keinen Lagerplatz, spare ich mir die Arbeit, 200, 300, 400 Fütterer in der Gegend rumzufahren. Ganz einfach. Ne? Wie gesagt, ich baue meine Beuten ja viel selber. Die sind ungestrichen. Das ist jetzt eine Beute, die ist 10 Jahre alt. Also die hebt auch noch mal ein Weilchen. Da habe ich gar keine Sorge. Innen drin sieht es folgendermaßen bei mir aus. Klar hier die Waben, dann ein Sheet. Ja, da bin ich gerade am Überlegen, ob ich da mit Thermosheet was mache. Aber bisher sehen die einfach so aus. Ich arbeite auch momentan noch mit einem Sheet. Das heißt, das Bienenvolk sitzt an einer Hauswand, an einer Beutenwand. So sieht das mal innen drin aus. Ne? Absperrgitter habe ich hier aus meinen Jugendjahren. Geld war immer knapp, die günstigste Variante. Ja, mit denen arbeite ich immer noch. So im Prinzip. Honigraumzarge habe ich die Langstrohzargen. Ich glaube, die sind 13,5 oder das Rähmchen 13,5 und die Zarge 15. Das ist jetzt eine ziemlich gebrauchte. Die baue ich mir aus Palettenholz selber. Kostet mich das Stück, weiß ich nicht. Mit Sägen und allem brauche ich bestimmt keine
5 Minuten pro Tag und der Materialpreis liegt mit Schrauben und Leim und alles irgendwo zwischen 2 und 3 Euro. Baue ich selber, heben auch relativ lang, sind ja nur ein paar Wochen oder ein paar, ja, starke 2-3 Monate im Einsatz. Mit Griffleisten, da kann ich nachher noch eine holen. Ja, dann gucken wir uns die auch noch an. Was eine komplette Eigenkonstruktion von mir ist, ist der Boden. Ne, also das habe ich mir damals selber gebaut. Einfach auch aus Preis- und Platzgründen. Ist im Prinzip, gehen wir da mal rüber. Ist im Prinzip eine Konstruktion unten, die Schublade. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich die mir selber gebaut habe. Weil, wie gesagt, ich hatte Platzprobleme und hatte auch keinen Bock, hier diese Schubladen im Viereck zu fahren. Und diese Schublade, die, ich hoffe es passt, es gibt nämlich eine Serie, die passt nicht. Diese Schublade, die jetzt übrigens hier ziemlich dreckig ist, weil da war ein Mausnest drin. Diese Schublade passt hier in diesen Nikofütterer rein. Und dann habe ich immer alles Paletti. Ja, das war einfach, das habe ich auf dem Markt so nicht gefunden. Und das war der Grund, warum ich mir die Böden selber gebaut habe. Die Böden sind auch aus dem billigsten Holz, aus dem billigsten Draht. Ja, man sieht das jetzt hier. Die werden um die 10 Jahre auch alt sein. Die Ameisensäure hinterlässt halt ihre Spuren in Korrosion. Und habe dann hier dieses Flugloch, was auch ein bisschen eine Besonderheit ist, mit hinten dem Anschlag. Und das Flugloch habe ich mir halt auch so gemacht, dass ich im Prinzip Fluglochschieber habe, verschiedene Größen. Also ich habe einmal hier diese Variante für, weiß ich nicht, Jungvölker, wenn sie ein bisschen stärker sind. Ne, sieht dann im Prinzip so aus. Ich habe diese Variante für ganz, ganz schwache Völker oder wenn ich das Thema zur Begattung nutze. Ja. Und ich habe natürlich das normale Flugloch, wie es jeder kennt, das man einfach umdrehen kann zum Wandern. Nein, das braucht seine Zeit und dann ist der Laden zu. Und ich habe ein Flugloch mit Mäusegitter, dass wir da im Winter einfach auf der sicheren Seite sind. Das ist im Prinzip das System, mit dem ich jetzt fahre, mit dem ich auch schon ein paar Jahre arbeite, mit dem ich auch, wie gesagt, sehr zufrieden bin. Ich meine, die Böden, das war ziemlich preislich nicht das große Problem, aber zeitlich natürlich ein Thema, die zusammenzubauen. Die kommen jetzt, weil sie halt in der Feuchte stehen, die kommen jetzt auch ein bisschen ins Alter. Und da bin ich gerade an Überlegungen, ob ich da jetzt nicht dieses Jahr und auch wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, aber ob ich da mittelfristig was Neues mir anschaffe. Da habe ich jetzt schon ein bisschen auf den Markt geschaut, aber ich muss sagen, ich bin da nicht zufrieden. Ich meine, diese Nikoböden würden mir prinzipiell gefallen. Sie sind eben aus Kunststoff, finde ich nicht so toll, aber ist halt jetzt so. Da fehlt mir halt, was mir halt absolut wichtig ist und was ich da nicht sehe richtig, ist dieses verschieden große Flugloch, ne, wie ich es halt habe. Weil das ist für mich schon super entspannt, weil ich kann halt Ableger reintun, ich kann das zur Begattung nutzen, ich drehe das um zum Wandern. Also das finde ich schon ganz cool. Will ich nicht mehr missen. Ja, das war jetzt so ein bisschen hier diese, sagen wir mal, honigintensive Arbeit. Also ich bin jetzt auch nicht der richtige Intensivimker. Ich bin ja für den Berufsimker, glaube ich, schon relativ extensiv unterwegs.
viel mit Naturwabenbau, fahre nicht so weit, fahre nicht so oft. Also bin da jetzt, glaube ich, nicht einer von der radikal intensiven Sorte, auch was die Qualität oder die Zuchtauswahl oder die Vermehrungsauswahl betrifft. Die ist bei mir jetzt nicht rein ertraggetrieben, sondern da bin ich schon auch auf Komfort und Gesundheit vor allem aus. Also da gibt es andere Berufskollegen, wo sicherlich intensiver unterwegs sind. Für alle, die Imker lernen wollen, habe ich jetzt hier als Beispiel mal noch für so eine Einraumbeute die Bienenbox stehen von den Stadtbienen. Ne? Also das ist, die steht einfach deshalb, weil ich die habe. Und die habe ich deshalb, weil ich da einfach Imkerkurse drauf gebe. Ne? Und das ist eigentlich in der Hinsicht ganz interessant, weil ich die Leute, die zum Imkerkurs kommen, die können sich bei mir im Prinzip völlig frei entscheiden. Machen sie das mit der Bienenbox, also extensiv und designtechnisch wertvoll, oder machen sie dann doch mit einer Magazinbeute, was so ein bisschen Richtung Honigertrag geht. Ne? Die Bienenbeute finde ich wirklich schön, also optisch auch schön, vom Aufbau auch schön. Und vor allem für extensive, für Designleute und für Kinder finde ich das schön. Also das muss ich echt sagen, weil wenn man die aufmacht, du hast halt alles in einem Blick. Ne? Was du hier nach oben stapelst in verschiedenen Kisten, baust du die auf die Seite und dann hast du alles schön im Blick. Das ist eine super schöne Arbeitshöhe. Also wie gesagt, soll es keine Werbung sein, die habe ich einfach hier. Ich meine, die Bienenbox oder andere Modelle sind ja im Prinzip auch so. Und man hat immer seinen Lagerplatz auch dabei. Ne? Das ist auch das Schöne. Also das ist einfach, steht die hier als Vertreter von der extensiven Bienenhaltung. Alles, was ich da drüben hingestellt habe, ist so ein bisschen meine Geschichte vom Beutensystem. Ja, das Beutensystem ist ja wirklich so der Grundstein der Imkerei. Ja, also wahrscheinlich, wenn man beginnt, eines der teuersten Anschaffungen, wenn man jetzt nicht gerade mit dem Gebäude beginnt. Und vor allem auch eine Anschaffung, die einen 10, 15 Jahre begleiten kann. Ja, also ihr habt es jetzt gemerkt, ich hatte Zander, also ich habe jetzt ja auch noch, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Paletten mit Zanderbeuten rumstehen. Ich habe auch noch andere Böden da stehen vom Wagner, also wenn die einer braucht. 2 Jahre benutzte Böden von Imkertechnik Wagner. Ich glaube, da sind 20 oder 30 Stück da. Wenn die einer brauchen kann, gegen kleines Geld, dann schreibt mich gerne an. Man hat halt einfach so seine Wege gefunden, hört den einen zu, probiert was aus. Und man muss das halt ausprobieren über 2, 3 Jahre. Und vor allem muss man es ausprobieren, nicht nur mit 1, 2 Bienenvölkern. Und da findet man einfach seinen Weg, und mein Weg sieht so aus. Ich meine, prinzipiell muss man sagen, ich habe Tatant, ne, ob Tatant oder Tatant, da sehe ich jetzt persönlich keinen großen Unterschied. Das ist einfach jedem seine Sache. Ich bin da gelandet, weil das zu einer Zeit war, da war Tatant noch nicht in Mode und ich eben, wie gesagt, diese Langstrutzsargen schon an der Backe hatte. Für alle, die meine Videos regelmäßig verfolgen, ne, ich war immer noch nicht beim Friseur, das will ich jetzt unbedingt nachher machen, weil dann geht es ja auf nach Donaueschingen. Also wenn ihr das Video seht, dann bin ich wahrscheinlich, hoffentlich, wenn alles gut läuft, in Donaueschingen bei den Berufsimkertagen. Werde da die wahrscheinlich 3 Wochen da sein. Ob ich alle 3 Wochen in die Messehalle gehe, weiß ich nicht. Für mich ist das auch immer so ein bisschen so ein klarer Austausch mit Kollegen. Ne? So Neues gibt es meistens nicht so arg viel. Sind Kleinigkeiten, einfach ein bisschen reden, sich kennenlernen, austauschen, was lernen, neue Ideen mitbringen. Und ja, gut essen. Ne? Das ist so ein bisschen das Thema dann auch. Gut, Saisonabschluss. Ne? Einfach Saisonabschluss. Also ich muss sagen, ich habe auch jetzt alle Bienen fertig. Ne? Das habe ich jetzt heute Morgen. Das war so meine Frühaufgabe
Die letzten 4 Stunden habe ich jetzt die letzten Schritte an den Bienenvölkern gemacht. Alle sind jetzt mäusesicher. Habe noch mal, weiß nicht, 3 Völker vereinigt, was ich noch wollte. Und das war es jetzt im Prinzip, ne, mit den Bienen bis Frost. Wir haben wirklich dieses Jahr immer noch keinen Frost in Aussicht. Wir haben hier jetzt irgendwas um die 20 Grad wahrscheinlich in der Sonne, nachts 13 Grad, also sehr, sehr warm. Ne? Also Futterverbrauch habe ich schon ordentlich, aber gut, jetzt schauen wir es. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal auf jeden Fall, das brauche ich für die Motivation, weil jetzt seht ihr, das kostet einfach, da muss ich halt leider eine Stunde oder länger, wie ich so für so ein Video brauche mit Hochladen und Schneiden und so. Also motiviert mich, dann machen wir das auch weiter. Gut, also bis dahin, tschüss, ade.